Der Hund stammt vom Wolf ab. Klar, aber wie ging das? Wie entwickelte sich der Wolf zum Hund und wie wurde der Hund dann zum besten Freund des Menschen? In diesem Video erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Geschichte des Hundes. Der europäische Grauwolf gilt als Urvater aller Hunderassen. Ein Raubtier, das im Rudel lebt und Beute jagt. Er tauchte bereits vor 380.000 bis 450.000 Jahren auf. In der letzten Kaltzeit unseres Eiszeitalters war es für ihn nicht leicht, genügend Futter zu finden. Daher wagte sich das mutige Tier in die Nähe von Menschensiedlungen, wo es zunächst in Abfällnahrung fand. Mensch und Wolf gingen allmählich eine Zweckbeziehung ein. Der Mensch sorgte für Futter, der Wolf warnte vor anderen wilden Tieren. Er verteidigte sich selbst und damit auch seine Mitbewohner der Eiszeit-WG. Auf diese Weise entstand der sogenannte Lagerwolf. Immer noch nicht handzahm, aber schon an den Menschen gewöhnt und in seiner Nähe lebend. In der Jungsteinzeit hat der Wolf dann schon so viel Vertrauen zum Menschen gefasst, dass er sich füttern lässt und Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel das Hüten des Viehs. Der Canis lupus hat sich also immer mehr angepasst und sich auch genetisch verändert. Er ist zum Hund geworden, zum Canis lupus familiaris und damit offiziell zum Familienmitglied. Diese Entwicklung hat übrigens nicht nur in Europa stattgefunden. Die Beziehung von Mensch und Hund war schon damals eng, das zeigen Funde von Gräbern. Oft wurden Hunde liebevoll begraben, manchmal sogar mit kleinen Geschenken. In Ägypten hat man mumifizierte Hunde gefunden, die ihre Besitzer in die Nachwelt begleiten. Der altägyptische Gott Anubis wird sogar mit einem Hundekopf dargestellt. Er sorgte für eine sichere Reise der Verstorbenen ins Jenseits. Und auch später wurden Hunde vielfach in der Kunst an der Seite des Menschen verewigt. Die Entwicklung des Hundes hat sich also über viele tausend Jahre hingezogen. Am Anfang sahen sich alle noch ziemlich ähnlich. Nach und nach sind dann unterschiedliche Rassen entstanden. Durch Mutationen, also durch die biologische Veränderung des Erbgutes und durch Züchtung. Je nachdem, was der Mensch als nützlich empfand oder auch als schön. Das hat auch die Instinkte der Hunde beeinflusst. Ihr kennt das. Manche Hunde wollen lieber Schafe hüten, manche das Haus bewachen und andere wieder jagen. Diese Instinkte haben sich über lange Zeit hin entwickelt und wurden vor allem von uns Menschen geprägt. Daher ist es auch nicht so leicht, mal eben genetisch angeborenes Verhalten mancher Hunde wieder abzutrainieren. Da alle Hunde vom Wolf abstammen und zu einer genetischen Familie gehören, können sie untereinander gekreuzt werden. So entstehen auch immer noch neue Rassen, wie zum Beispiel der Golden Doodle aus Golden Retriever und Pudel. Welche die aktuell beliebtesten in Deutschland sind, erfahrt ihr in unserem Video Top 10 Hunderassen. Und wenn ihr noch mehr Interessantes über den besten Freund des Menschen erfahren wollt, abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Wie viel Wolf steckt denn noch in euren Lieblingen? Schreibt gerne in die Kommentare, wie groß eure Freundschaft ist. Tschüss, wow, wow und bis bald!